Was geht, Cory hier und willkommen bei Einfach Bibel lesen. Video Nummer 3, hoffentlich. Mal sehen, wie das alles gelaufen ist. Ich nehme gerade alles am Stück auf. Wir gehen das Evangelium durch. Gehen ganz simpel die Bibel durch, so dass ihr und ich alles verstehen, was wir verstehen müssen. Und wir haben bis jetzt gelernt, dass es Johannes den Täufer gibt. Er war da, um davon zu erzählen, dass noch jemand kommen wird. Und zwar Jesus, der nicht nur mit Wasser tauft, wie Johannes, sondern mit dem Heiligen Geist. Was das bedeutet, werden wir noch später in der Zukunft sehen. Aber das ist das Erste, was wir gelesen haben. Wichtig, was wir auch noch gelesen haben, ist, dass Johannes aufgerufen hat, Buße zu tun. Was Buße bedeutet, ist, kehrt vom Herzen um zu Gott. Sünden bekennen und umkehren zu Gott. Danach haben wir noch gesehen, dass Jesus viel umhergegangen ist, in der Wüste versucht wurde vom Satan, da ging es nicht tiefer ins Thema. Und er hat zwei Brüder oder vier Brüder, wie auch immer, zwei Brüder berufen, die ihm nachgefolgt sind. Simon und Andreas und Jakobus und Johannes. Und das Krasse an diesem Part ist einfach, dass sie ihm einfach nachgefolgt sind. Dass Jesus zu ihnen gegangen ist und gesagt hat, hey, du, folgt mir. Und die haben gesagt, okay. Und eine Sache, die ich noch ausgeschrieben habe, ist Menschenfischer, Vers 17. Und zwar hier. Und ich unterstreiche das gerne. Ich nehme gerne auch ein Lineal, weil ich es nicht mag, wenn es so huli-guli aussieht. Ich weiß zwar nicht, ob das ein Wort war, aber wie auch immer. Genau. Und wenn ihr euch fragt, ist es erlaubt, in die Bibel zu schreiben? Ja, es ist erlaubt, in die Bibel zu schreiben. Es ist, das ist immer noch nur Papier und Stift. Die Message ist das Heilige, nicht der tote Baum. Okay, mir hilft häufig Notizen und alles links und rechts zu schreiben. Es ist jetzt schwer, während ich aufnehme und gleichzeitig noch auf der Website bin und lese und so weiter und so fort. Alles gleichzeitig zu machen, um mir Notizen zu machen. Darum mache ich es auch eher für euch. Nicht, dass es mir nicht hilft. Aber wie auch immer, ich habe wieder viel zu viel fürs Intro gesagt. Backstory, bla bla bla. Wir lesen weiter. Und zwar Vers 21. Wir sind in Markus Kapitel 1, Vers 21. Und die Überschrift sagt wieder, Jesus treibt in Kapernaum einen unreinen Geist aus. Und hier sehen wir zum Beispiel, wenn wir die unterschiedlichen Übersetzungen sehen, dass jeder etwas anderes hat. Aber, wie gesagt, es ist später hinzugefügt worden, diese Kapitel, Verse und die Überschriften, die sind alle nicht so relevant. Wichtiger ist, was die Message sagt. Und die ist bei allen Übersetzungen gleich. Und zwar, und sie begaben sich nach Kapernaum und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist und er schrie und sprach, lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener, Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist. Der Heilige Gottes. Aber Jesus befahl ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Da zerrte ihn der unreine Geist hin und her, schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie erstaunten alle so, dass sie sich untereinander fragten und sprachen, was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich sogleich in das ganze umliegende Gebiet von Galiläa. Krass, krass, was hier passiert. Also erstmal sehen wir, Jesus ist in die Synagoge gegangen. Das Ding ist, in der Synagoge sind Juden. Christen gab es zu dieser Zeit noch nicht. Jesus war Jude. Das ist wichtig zu wissen, denn er geht in die Synagoge und lehrt und fängt an zu lehren. Und das Ding ist, dass die Menschen, die da waren, die waren so erstaunt von, wie er lehrte, dass sie gedacht haben, krass, der redet so wie einer, der Hohepriester oder einer, der ewig lange gelehrt hat, aber wir kennen ihn gar nicht. Und das Zweite, was hier war, ist, dass da ein Mensch war, der einen bösen Geist in sich hatte, also ein Dämon.
Er fing an zu schreien und hat Probleme gemacht in dieser Synagoge. Aber Jesus ist einfach zu ihm gegangen und hat gesagt, geh, und er ist gegangen. Aber bevor das hat dieser Dämon gesprochen, aus dem Menschen heraus, direkt, wie auch immer das ausgesehen hat, aber er hat gesprochen und er hat gesagt, warum bist du hier? Ich weiß, wer du bist. Das heißt, der Dämon hat auf einer geistlichen, weil das Ding ist, auf der menschlichen Art und Weise hat man nur diesen Menschen Jesus gesehen, dieser Jesus von Nazareth. Nur diesen. Aber auf der geistlichen Dimension, und das ist natürlich ein bisschen tiefer, aber ich meine geistlich und weltlichen Dimension, das kann man, glaube ich, ein bisschen so verstehen, so alles, was man sieht, physische Welt und geistliche Welt. Und in dieser Welt hat der Dämon einfach erkannt, ha, das ist der Heilige Gottes. Das ist nicht einfach nur ein Mensch. Du bist jemand Besonderes. Bist du gekommen, um uns zu verderben? Bist du gekommen, um uns zu vernichten, sagt die Luther-Übersetzung. Also, das hilft natürlich auch hier nochmal, einfach mehrere Übersetzungen zu lesen. Was hilft einfach nur, was heißt denn verderben? Weil verderben würden wir jetzt nicht mehr benutzen, aber vernichten, das ist schon eher was wir sagen würden. Also hat der Dämon zu Jesus gesprochen und Jesus hat ihn einfach ausgefahren aus diesem Mann. Und auch diese erste Tat, dieser Wunder, ist raus in die Welt gegangen, raus in die Welt in Galiläa und wurde verkündet und das Gerücht wurde verbreitet. Wie gesagt, ich gehe diese Sachen durch. Wenn ich irgendwas übersehen habe, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare und ich werde Shorts hochladen, indem ich tiefer in diese Themen reingehe. Und wenn ich bald mal live gehe, könnt ihr auch während der Bibelstunde mit mir quatschen und eure Fragen stellen. Lesen wir weiter, Vers 29. Und sogleich verließen sie die Synagoge und gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus von Simon und Andreas. Okay, wir wissen, die vier sind jetzt connected, best friends, homies forever, live und so weiter und so fort. 30. Und Simons Schwiegermutter aber lag krank am Fieber danieder. Das hört sich so witzig an. Aber das ist, wenn ich sowas lese und manchmal einfach durcheinander komme, switche ich einfach die Übersetzung und gehe zum Beispiel zu Elberfelder. Und da heißt es dann, die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank danieder und sofort sagen sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf und das Fieber verließ sie sogleich und sie dienten ihnen. Als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt und er heilte viele, die an mancherlei Krankheit litten und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündete in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Also wir sehen hier, dass Jesus, nachdem er diesen einen Mann geheilt hat, diesen einen Dämon ausgetrieben hat, dass er auch zu Simons Mutter, Schwiegermutter gegangen ist und ihre Krankheit geheilt hat. Außerdem hat er noch viele weitere Wunder getan und Dämonen ausgetrieben. Und irgendwann ist er aber dann doch weggegangen und hat sich zurückgezogen, um zu Gott zu beten. Ich habe letztens noch ein Video darüber gemacht, wieso Jesus gebetet hat, wenn er doch Gott ist. Soweit sind wir noch lange nicht, aber das hilft euch vielleicht ein bisschen, um schon mal ein Verständnis zu bekommen. Wir sehen hier jetzt auch das erste Mal, was Jesus sagt, wieso er gekommen ist. Ein Punkt, wieso er gekommen ist, ist um das Wort zu verkünden, um die frohe Botschaft zu verkünden. Wie wir hier lesen, lasst uns in umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkünde. Denn dazu bin ich gekommen. Er ist gekommen, um die frohe Botschaft zu verkünden. Und das machten sie dann auch in all den Synagogen in ganz Galiläa, wo er dann auch nebenbei so
ein paar Dämonen ausgetrieben hat. Aber ja, den letzten Teil noch, den schaffen wir noch. Und zwar geht es weiter. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihm, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Und er ermahnte ihn ernstlich und schickte ihn sogleich fort. Und sprach zu ihm, hab Acht, sage niemandem etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging und fing an, es vielfach zu verkünden und breitete die Sache überall aus, so dass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Wir lesen jetzt wieder, dass Jesus wieder jemanden heilte. Aber diese Stelle war ein bisschen anders als die etlichen Dämonenaustreibungen, die Jesus getan hat, und die Heilung von der Schwiegermutter. Und zwar kommt hier ein Mann, der Aussatz hatte. Wie gesagt, wenn ihr eine Frage habt, zum Beispiel Aussatz, googelt es. Aussatz, am besten immer Bibelbedeutung, weil heutzutage ist es meistens was anderes. Dann sagt dir jemand, keine Ahnung was. Also wieder bibelkommentar.de. Und wir sehen hier Aussatz. Und an die abstoßende und unheilbare Krankheit wird in der Schrift oft erwähnt. Manche Personen bekamen den Aussatz als direkten Gericht von Gott, wie zum Beispiel Miriam. Und dann erklären die ganz, 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 ganz viele. Wichtig für uns jetzt ist einfach nur, es ist eine abstoßende und unheilbare Krankheit. Das ist wichtiger, um jetzt nicht zu detailliert zu gehen. Falls ihr mehr Fragen dazu habt, könnt ihr das googeln. Und auf Bibelkommentar, die helfen auf jeden Fall sehr. Und wir sehen, dass ein Mann zu Jesus kommt und er sagt etwas, was ich sehr interessant finde. Und zwar muss er ja irgendwo von diesem Jesus gehört haben, der irgendwie Dämonen austreibt und irgendwie krass ist. Und er sagt aber, wenn du willst, was schon zeigt, dass er demütig ist. Er sagt nicht, ich will geheilt werden, heil mich, Mister. Sondern er sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und das ist schon krass demütig, das zu sagen. Weil wir denken häufig nicht so. Wir denken häufig, mach dies, mach das. Das ist ein bisschen laut. Mach dies, mach das. Aber er kam mit einer demütigen Haltung zu Jesus und hat gesagt, wenn du willst, dann kannst du mich heilen. Und Jesus sagt, ich will, sei gereinigt. Klar, auf einer tiefen, tiefen Art und Weise kann man das auch vergleichen mit dem Reinwaschung der Sünden, aber dazu kommen wir später. Aber es ist ein Reminder, was man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten kann für zukünftige Stellen. Aber bevor er geht, bevor dieser Mann, der Aussatz hatte, geht, sagt Jesus noch eine Sache, und zwar erzähl niemanden davon. Und zu diesem Thema kommen wir auch später noch, dass Jesus manchmal nicht wollte, dass Menschen es weitererzählen. Und der Grund dafür ist, in diesem Kapitel, um noch öffentlich predigen zu können. Denn wir sehen ja, sobald er das erzählt hat, fingen an, so viele zu ihm zu kommen, dass er nicht mehr in eine Stadt hineingehen konnte, ohne dass halt tausende Menschen um ihn herum waren. Deshalb musste er an einen einsamen Ort gehen und trotzdem kamen ganz viele Leute zu ihm. Es gibt aber noch einen tieferen Grund, auf den wir später reingehen, warum Jesus noch nicht die große Welle machen wollte. Aber dafür müsst ihr dranbleiben. Das war's für diese Woche wieder. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wir haben das erste Kapitel hinter uns und ich hoffe, ihr konntet mitmachen, ihr konntet mitschreiben und ihr konntet eure Fragen posten, falls ihr Fragen habt, unten in die Kommentare. Ich mache ein Video dazu oder beantworte sie so, wie auch immer die Zeit passt. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem Video. Bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar.